Hallo und herzlich willkommen zum 77. Let's Play Bericht. Ja, die Planungen fürs nächste Jahr laufen bei mir schon auf diesem Kanal. Man könnte glatt sagen, das wird eine kleine Vorschau. Ich habe nämlich, wie ich schon im letzten Let's Play Bericht erwähnte, ein Projekt für euch fertig geletsplayt. Und dieses Projekt ist ein, ja, Wunschprojekt, was ich seit Monaten schon habe, seit über einem Jahr. Und nun habe ich es euch endlich fertig geletsplayt schon vor Wochen, bis diese scheiß Internetgeschichte hier kam. Des Weiteren plane ich euch endlich mal, endlich dieses Let's Play, mit welchem ich schon lange fertig bin, hier hochzuladen. Das wäre dann nämlich Prey. Ich habe vor zig Jahren angefangen. Das war vor meinem Umzug. Das war noch lange vor meinem Umzug. Da habe ich angefangen, euch Prey zu Let's Playen und habe es euch sogar dort beendet gehabt. Allerdings, ja, kam es dann zu Problemen, sag ich mal. Und Gründen, warum ich es nicht hochladen wollte. Dies würde ich vielleicht zusehen, dass ich euch das endlich mal hochladen könnte. Ich muss umrendern, ich muss noch durchgucken, auf jeden Fall, und mal gucken. Ja, des Weiteren könnte es weitergehen mit Tomb Raider und Skyrim, auf jeden Fall. Vampire Hunter D wäre auch eine gute Möglichkeit, wie ich finde. Das müssten wir mal endlich sehen. Des Weiteren plane ich auf meinem dritten Kanal weitere Creepypastas. Ja, für die weitere Jahresplanung möchte ich gerne von euch noch einmal wissen, was wollt ihr sehen? Das Voting ist leider ziemlich untergegangen, was mich persönlich schon ein wenig enttäuscht. Ich gebe mir wirklich Mühe, euch ein für euch angenehmes Programm zusammenzustellen. Und ja, ich würde mir wirklich wünschen, dass ihr euch vielleicht mal ein bisschen mehr beteiligt, sodass ich wirklich weiß, was wollt ihr sehen? Denn danach kann ich mich dann auch richten. An dieser Stelle vielen Dank fürs Zuschauen, tschüss und bis zum nächsten Video.